willkommen zu einem neuen Part hier in Haui. Letztes Mal ist der Japaner kollabiert, weil er jetzt die Republic of Japan ist halt. Frankreich rennt über Spanien her, weil ja, Tobi irgendwie Frankreich den Krieg erklärt hat, was so nicht gewollt war. Und mit dem Osmanen bin ich im Krieg. Das heißt, die einzige Person, die noch da ist, ist Wüstenfuchs. Naja. Das Problem ist leider, dass ich befinde mich aktuell in einem Bürgerkrieg, der erst beendet wird, wenn der Krieg an sich zu Ende ist. Leider hat es mein Feind damals, das Teutonische Reich, noch geschafft, alles und jeden in diesen Krieg mit reinzuziehen. Aber gut. So, dann kriegen wir mal Claim of Poland, weil dann kriege ich in Polen noch diese ganzen Provinzen als Core-Provinzen, da wird es auch nochmal besser. Okay. Jetzt haben wir hier die vollen 24 Mann und es werden weiter jetzt bessere Einheiten produziert. So. Das ist quasi zwei volle Infanterie-Stacks. Und machen jetzt noch einen dritten voll und haben noch eine Einheit quasi mit Spezialeinheiten. Ah, okay, ich bekomme plus 5 Stabilität, ist ja schön. Okay, ich könnte natürlich meine Stabilität erhöhen mit... Oh, ich könnte noch mehr Militärfabriken bauen, aber... wäre jetzt nicht so sinnvoll. Factory Output Consumer, gut, das ist nicht so gut, aber dafür kriege ich Stabilität wöchentlich 180 Tage. Wie viele Wochen sind denn das? Das ist ein halbes Jahr, sind 25, wenn nur 12% wächst das. Okay, das machen wir jetzt, auch wenn es echt eklig ist. Aber dann kriegen wir mal unsere Stabilität wieder in den Griff. Wenn ich das hier mache, dann passiert wahrscheinlich nichts, oder? Ja, dachte ich mir, 10 Punkte verschwendet. Schade. So. Und langsam sicher werden unsere besseren Einheiten fertig, das ist sehr schön. So. Hallo, Heiko. Guten Tag. Wir haben Japan verloren. Ich weiß. Du hast dich so erfreut darüber an. Nö, ich bin generell entspannt. Einmal durchatmen und dann ist mal wieder... Bin generell entspannt. Ist es in Ordnung, wenn ich zugucke? Du kannst doch als Japan wieder joinen, oder? Ganz ehrlich, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, weil die KI hat der Japan jetzt schon in Ruin getrieben. Ich sehe es schon. Ich meine, die hat ja nicht mal das Territorium behalten, was ich erobert habe. Nö, ist ja nicht schlimm, kannst du wieder zurückerobern. Ich meine, ich habe aus Süddeutschland angefangen. Ja, wow. Tut er wieder so, als hätte er ganz unten angefangen. Ja, nee, ich meine, es ist halt immer, so Multiplayer-Runden haben immer die Eigenschaft, dass die Leute, sobald sie einen Rückschlag haben, denken, es ist halt rum. Das finde ich immer ein bisschen schade. Ich bin besiegt worden, Alter, das ist ein Rückschlag. Nö, aber dein Land existiert ja noch. Und es ist nicht bedroht, weiterhin zu kollabieren. Du bist jetzt halt eine Republik. Und da schon ein bisschen was einstecken müssen, aber angenommen, ich würde jetzt Iron Man Mode spielen, dann wäre ich eigentlich froh, wenn sowas passiert, dann anstatt sowas wie Tobi passiert. Tobi hat wirklich ein Problem. Heiko, er ist keine Republik. Echt jetzt? Ja. Er ist rakubinisch. Ach du Kacke. Ich bin Sozialist und ich spiele kein Land, was sozialistisch ist. Das ist eine gute Einstellung. Ja, Heiko? Ich kann einfach zugucken und dir hin und wieder mal einen Tipp geben. Ja. Ach so. Heiko? Was? Guck mal auf meinen Current Focus Tree. Also Focus. Warte mal, German Civil War ended in Germany United at Peace. Scheiße. Wisst ihr, ich könnte jetzt. Heiko, willst du jetzt Frankreich angreifen? Kann ich nicht, wenn mein Bürgerkrieg noch nicht zu Ende ist. Ach so. Ja. Also eine Frage, kann man überhaupt seine Claims irgendwie umändern in Force oder. Aber Tobi, ich kann die glaube ich so, ich kann Justify War Goal machen, darüber geht's. Also ich halte hier halt und ich baller mir jetzt noch vom Wüstenfuchs 7000 Men, Infanterie Equipment rein, mach dann nochmal 3000 Manpower aufs Feld und dann könnten wir vielleicht die von zwei Seiten auch fressen. Aber okay, ich mach hier Justify War Goal aus dem einfachen Grund, weil die kriegen den Krieg da unten schon irgendwie alleine hin. Solange er mit nicht angreift? Ja, genau. Und weil wahrscheinlich das Projekt dann eh nicht so lange geht, werde ich jetzt einfach nur ein bisschen für Action sorgen. Alles klar. Heiko? Ja? Hast du meinen Fokus entschlüsselt? Ein Fokus? Er macht Manifest Destiny. Ah. Sag mal, Wüstenfuchs, hast du eigentlich mal... Warum bist du nicht im Krieg mit Louisiana eigentlich?
Weil ich dafür den Anspruch brauche und ich sicher keinen Krieg jetzt hier selbst fabriziere. Das wäre ja langweilig. Ach so, na gut, aber gut. Pass auf, ich wollte noch einen Tipp geben. New Orleans ist ganz im Mikro, Süden. Dein Mikro ist da. Da gibt es ein bisschen Marschland, wo du durchlaufen kannst. Du musst eigentlich nur New Orleans abkesseln und diese eine Hafenprovinz. Da kannst du denselben Trick machen wie Heiko. Da hat mich der Rest von Louisiana keinen Supplies mehr. Okay. Hashtag Dick Move. Ja, aber will ich einen Move? Ein Dick Move. Dick Move. Wie ein Dick Move. Genau, soll ich das wollen? Ja, Krieg einfach gewinnen? Ja, den gewinne ich so nicht, oder was? Es geht deutlich schneller. Ja, aber manchen Leuten geht es nicht um Effizienz, sondern um Spaß. Okay. Ich habe halt eben Spaß dabei. Was ist dieser Spaß? Kann man das essen? Dieses Spaß, man, das Essen. Also mein Spiel macht richtig Spaß. Ich warte ja darauf, dass irgendwas passiert, weil ich krieg einen Greif, tue ich nicht. Miep, wer bist du? Ja, Osmane. Ich guck mal bei dir rüber, sehen, was bei dir los ist. Oh, what the fuck. Kämpfst dich gerade. Ihr kämpft euch gerade echt durch Siebengebirge, oder? Ich mach gar nichts. Warum nicht? Ich kann dich doch unterstützen, oder? Ja, komm, das sind doch... Oh lol, da sind ja noch 10.000 Leute von mir, die ich voll vergessen hab. Lass jetzt einen auf Heiko. Sag bloß, sie sind noch in Norditalien. Nein, sie sind in Indien. Good day, brothers. Alter, das ist das Grauenhaus, was ich hier gesehen hab. Im Siebengebirge. Oh, die Italiener sind gelandet. Aber natürlich nicht im Hafen. Aber sie wollen den Hafen rein. Ich könnte jetzt in Frankreich einmarschieren. Also ich stehe hier halt jetzt und warte. Ich darf halt in keinen Krieg von Italienern joinen, weil... Also ich erkläre denen jetzt den War und call meine Allies. Hast du genügend Leute an der Grenze und alles? Ja. Ja, das kommt so hastig. Ich guck dir zu. Der Kuh macht nie sowas so schnell. Ja, das stimmt. Warte, Briten sind Ultranationalisten? Ja. Was? Wollen die schon immer. Boah, danke Wüstenfuchs, Alter. Deine ganzen Infanterie-Equipment hier kamen gerade. Ja, aber alles... wir retten amerikanische Waffen Europa vor Türkei. Boah, das finde ich geil, Alter. Heiko, du weißt das mit Pommern, oder? Was? Fuck! Ich kann deine Stadt nicht auf. Oh nein, 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 Pause, Pause, eins! Warum öffnet sich jetzt schon wieder eine Scheißkarte? Na, oh, so, genau, danke. Okay, ihr geht da jetzt raus aus dem, genau, und geht nach Pommern. Ja. Aber hey, dafür sind da gerade die Briten gelandet. Vielleicht mobben die Briten das hinter dir wieder auf. Warum so, ihr haltet jetzt. Genau, so. Also ja, in der Scheiße in Rumänien will ich nicht einmischen. Das ist lief sogar gut, ich habe die Maginot-Linie durchbrochen. Das ist keine Maginot-Linie, das sind Einser-Bunker. Ah, okay, ja, okay. Oh, du meinst, davon abgesehen, die Maginot-Linie ist... Davon abgesehen, die Maginot-Linie ist ein Elsass. Ist ja eine zweite Linie, oder? Nee. Das Witzige ist, ein Hagenau... User joined your channel. Hagenau. Wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Servus, wer bist du? Es ist Nils. Dein Untergang. Ah, Nils, bist du erkältet? Ein bisschen, ja. Sagen, Nils, unser Nils? Ja. Euer Nils. Der Nils, der euch lange, der euch umpflegt hat, der uns Tobi ertragen dafür gesorgt hat, dass du überleben hast. Überlebt hast. Überleben halt. Es gibt keine, es hat nie eine Stellaris-Runde gegeben und es wird niemals eine weitere Stellaris-Runde geben. Wie ist die ja nicht ausgegangen? Sie ist einfach verschwunden. Niemand weiß, was mit ihr passiert ist. Jetzt ernsthaft, wird es nie wieder eine geben. Also das weiß ich nicht, das ist nicht mein Bier. Das ist Heikos und Yannicks Bier. Nein, es ist Yannicks Bier. Heiko mag kein Stellaris? Ich, doch, aber ich werde. Ich bin mit EU4 und HOI4 Runden definitiv ausgelascht. Also, du musst unbedingt mit Stellaris spielen. Ich hab Stellaris, aber ich muss. Bitte erklärt jemand anders, ich werde gerade überrannt, weil ich übersehen habe, dass Pommern mit Frankreich verbündet ist. Amont de la Deux, das Napoleon-Ding. Genau. Ja. Alles klar.
Warum kannst du, warum spielst du dann kein Solaris, wenn du es hast? Weil ich sehr, 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 sehr wenig Freizeit habe und ich schon nicht mal dazu komme, die Spiele zu spielen, die ich aktuell spiele. Bitte Zuschauer, erzählt Arbeitszeit auch Alkohol trinken mit rein. Ja. Falsch ist nicht. Es ist nicht so, dass er keine Freizeit hat, es ist nur so, dass er die Hälfte davon mit Alkohol trinken will. Also ich glaube, die größte Zeit meiner Freizeit geht tatsächlich für meine Freundin drauf. Ja. Wow. Das ist tragisch und schlimm und ja, man könnte es auch ändern, aber... Jetzt habe ich auf dem Osten überall Kors und jetzt verliere ich sie. Naja. Auf dem Osten? Ja, Osten. Aber gut, der Russe hilft mir schon in Pommern, alles gut. Der Russe ist schon. Viva le Empire oder nee? Aber Nils? Ja. Ich habe aus Versehen Frankreich den Krieg gegeben. Was wäre eigentlich so dein Pick für die eine Stellaris-Runde gewesen, wenn ich mal fragen darf? Alter, die ist wie lange her? Die ist über ein Jahr her. Ich habe doch keine Ahnung, wer noch da war. Nee, die ist 6 Monate zu Oh, sag ich ja. Den verdoppelte Zeit immer und übertreibe gern. Also ja, ich übertreibe auch gern. Alter Tobi, du hast ja noch eine Provinz in der Ecke. Ich weiß, dass es irgendwie zwei große Föderationen gab. Eine Tobi, wow, die Zeit auf unserer Seite, gell? Es gab nicht nur eine große. Die Zeit ist, ich mach trotzdem ein bisschen. Oh nein, die Zeit ist doch nicht auf unserer Seite, weil die sind durchgebrochen. Die Koalition war aber ziemlich schwach und unbedeutend. Vielleicht jetzt aber auch durch die erste. Also die Mächtigen waren die Demokraten und die im Norden da, die seltsamen Typen. Kann mir mal einer erklären, was diese KI eigentlich kann? Ich stell meine Armee auf so Frontlinie halten, was ja, okay, das soll man nicht machen, aber sie schafft es, dass auf einer Provinz 7 Truppen stehen und ein Teil meiner Front komplett unbewacht ist. Oh, niemals auf die Frontlinien, KI, sie wird dich immer enttäuschen. Ja. Aber der Russe kommt und hilft mir an allen Seiten, das ist sehr gut. Der Russe kommt. Der amerikanische Block. Warte mal, welche Mod war das jetzt, die ihr spielt? Also nicht der Pro... Das Französische für nach mir die Sintflut. Habt ihr noch irgendwas frei? Ich hab Langeweile. Nee. Naja, wir krepieren gerade. Du kannst gerne Russland spielen und Russland kapitulieren lassen. Dann wäre so viel einfacher. Also erst eine Frage an Michael als Host. Ich überlege gerade, ob du vielleicht irgendwie... du könntest Russland spielen, weil Russland ist mit mir im Krieg und mein bester Verbündeter, aber da wärst du jetzt halt mittendrin in einem hochkomplexen Krieg mit sehr vielen Fronten. Ich weiß nicht, wie langweilig der ist. Berlin! Schon passt. Also Russland ist eine KI. Ja. Und das ist, aber es wäre echt, also du entscheidest dann über Leben und Tod quasi. Kein Problem. Bist du mit einem Spieler im Krieg? Nee. Doch. Ja, okay, aber wir sind auf dem Papier im Krieg. Unsere Truppen stehen tausende von Kilometern voneinander entfernt. Ist denn irgendwas in Russland, was so komplett im Arsch wäre, was ich vorher wissen sollte? Die gesamte Frontlinie verläuft tausende von Kilometern vor Russland. Also dein Land an sich ist stabil. Mir geht es darum, was bin ich politisch? Was Du bist Monarchist, 100%, Stabilität 63%. Alles. Das ist mehr als Russland heute von sich. Nur nicht den Osmanen. Du bist stabiler als Russland normalerweise. Du bist dann bin ich gleich dabei. Moderne Russland. Wunderbar. Der Mod ist übrigens in der Beschreibung vom Livestream. Ich hab ihn schon installiert, lustigerweise. Ja, okay. Ich bin top vorbereitet. Damit bist du weiter als so manch ein Abonnent, wenn er mitspielt. Alter, Heiko, das ist ein Encirclement. Hab ich. Heiko, ich du wurdest encircled. Achso. Ja, es nennt sich Schlesien. Hast du Heiko? Ah, nee, da wird nicht ich gecircled, da wurden die Russen gecircled an meiner Front. Was? Eine einzige Einheit. Das ist Manpower. Oder war es was Wichtiges? Panzer oder so? Nee, Infanterie. Und ich rette die vermutlich sogar. Also können wir schneller machen. Nein. Russische Infanterie als wichtig bezeichnet. Okay, jetzt ist lächerlich. Ich will nichts sagen, aber Berlin ist gefallen. Nein, Berlin wird gerade wieder zurückerobert. Ich bin schon quasi einen Schritt weiter. Berlin ist ja nicht mal Heikos Haupt. Tobi, was spielst du denn? Ich spiel Spanien und hab aus Versehen Frankreich den Krieg erklärt. Das klingt genau nach dir. Und ich halte es. Ich bin so stolz auf dich. Wobei angemerkt, Frankreich ist hier halt nicht Frankreich in HOI, sondern Frankreich ist hier halt Badass. Kompetent, ja, das ehemalige Empire halt. Ja. Brauchst du mehr amerikanische Waffen? Ja.
Die kommen. Aber rüber, was sie haben, ich brauche auch Berlin. 300 Support-Equipment. Ne, ich brauche 600 Support-Equipment, 300 Artillerie und vielleicht noch ein paar Fighter, Krieg, Heiko? Wenn du hast. Bitte? Immer noch gegen dieses Sachsen-Ding, gegen das du vorher Krieg geführt hast? Witzigerweise, dieses Sachsen-Ding hat, bevor es kapituliert hat, noch alles reingezogen. Und deswegen bin ich offiziell immer noch im Bürgerkrieg und habe alle Mali, die waren es Bürgerkriegler, ebenso hart. Wie kann ich beitreten? Kann ich überhaupt beitreten? Ja, warte, ich schicke dir schnell das Pass. Schreib mir mal kurz ins Steam. Ich weiß nicht, ob ich dich finde. Ja, so. Ich schreibe dir kurz Passwort. Ich kann ja nicht aufs Spiel beitreten klicken, das ist das Problem. Ich kann dich einladen wahrscheinlich. Das wäre gut. Ah, nee, warte mal. Tobi, du musst es auch annehmen. What the fuck, wieso kann ich dich nicht einladen? Hast du nicht auf Hotjoin gemacht? Ah, ja, stimmt, das kann man ja im Nachhinein aber noch einschalten. Da kommen die Elite-Amerikaner. Ja, seit Neustimmen. Nee, man muss sagen, die Paradox-Leute machen sich ja doch ab und zu Mühe bei Dingen. Ja, also ja, weißt du, in HOI ist richtig schön, aber EU4 ist immer noch so. Ja, wobei es ist besser, aber ist immer noch. Alter, HOI, die brauchen ewig, um die ganzen Exploits zu fixen. So unglaublich. Und ich bin immer noch bei HOI so ein bisschen pissig darüber, dass sie Features von 3 zu 4 rausgenommen haben und jetzt wieder als neue verkaufen. Zum Beispiel? Da wissen wir. Fuel, Supply, also das Fuel-System. Hm. Das, by the way, im dritten Teil sehr viel besser war. Oh lol, ich esse immer noch Fick dich, Monstermilch. Willst du uns das erklären? Ich war in irgendeiner Hartz-Fallen-Runde und da hieß jemand Monstermilch und mit dem habe ich mich... Der hat einfach nur einen blöden Witz gemacht und ich so, okay, geh jetzt in die Lobby und heiße Fick dich, Monstermilch. Das ist da geblieben. Okay. Also... Ein sehr erwachsenes Verhalten. John. Nils darf das, dank Nils lieben wir alle noch. Vor allem du. Warte, was? Man kann die Story kurz wie folgt anreißen. Tobi ist über ein Maisfeld abgehauen, war besoffen, ohne alles, in einem Ort, an dem er sich nicht kennt. Es war stockdunkel und er war nicht ganz bei Sinnen. Er war hackevoll. Also wohlgemerkt, die waren alle bei mir in der Heimat, ne? Also bei mir eingeladen. So, Yannick, Johannes, Tobi, genau. Ich, Alina. Genau. Ich. Nico. So. Selina. Ach du Scheiße, wie viele Kommandanten. Nee, zwar auch, ne? Achso, lass mal auf 1 laufen, dass du hier dich kurz... Nur nicht beim Osmanen angreifen. Alles klar, Osmanen angreifen. Das Problem ist, ganz oben müssen, auf der Liste. Die müssen sich also, irgendwann angreifen. Alter, was hat die KI mit den ganzen Feldmarschellen vor? Oh fuck, weißt du, was ich sage, Osman? Hast du eigentlich vor, irgendwann mal Kuwait City anzugreifen? Warum? Die haben kein Bündnissystem und das würde sich schon lohnen. Die haben auch keine Einheit, aber doch, die haben eine Einheit. Tobi, ich mach auch langsam Boden gut, aber so ganz langsam. Ja, ja, ich auch. Irgendwie ganz alle Heere versucht seinen Kessel, aber dann stellt er wieder 2,5 Minuten. Und helfen die amerikanischen Waffen, Tobi? Ja, sie sind ein Segen. Tobi, du enttäuschst mich, du lieferst mir kein Gummi mehr. Ja, vielleicht bin ich gerade ein bisschen beschäftigt. Wie kann man... Warte... Ja, okay. Delete all orders und stop what you're doing. Okay, das ist schon mal wichtiger. Boah, Alter, ich will irgendwo mal meinen Kriegsgrund fertig haben. Ja, so geht's mir auch. Zum Glück, ich meine... meine Fronten? Alles klar, Osmane ist eine Front, aber die ist nicht wichtig. Ey. Okay. Osmane war noch nie wichtig. Oh, Gott, bin ich froh, dass Nils da ist. Und okay. Also gegen was bin ich jetzt grob im Krieg? Nur damit ich eine grobe Ahnung habe. Warte. Mit dem Osmanen und Frankreich, Italien, Ungarn, also sagen wir mal so, alles Ostern, gesamte Baltikum. Balkan meine ich. Polen im Krieg? Nein. Polen nein. Ist schon längst ausgelöscht. Wieso habe ich Truppen in Georgien, obwohl ich nicht mit Georgien im Krieg bin? Weil es eine Front mit mir ist. Genau, ihr könnt euch ja einfach beide da in Ruhe lassen, also wirklich in Ruhe lassen und wir fixen das anderswärtig. Weil, also der Krieg zwischen Osmanen und Russen, das war so dämlich. Ich habe Saudi-Arabien angegriffen und als sie nur noch ihre Dreckshauptstadt hatten, haben sie sich überlegt, beim Russen in die Fraktion zu gehen. Ja, was hat gerade irgendeine People's Republic? Ach, egal. Okay. Ja, ich... Können weg. Oh, Kaukasien ist gerade den Kommunisten beigetreten. Ah, guck mal, dann war's das. Die also wenn man es Aserbaidschan und so, die sind schon ewig bei ihm. Geh mal auf 2 hoch. Caucasian Democracy. Meine Produktion. Die sind. Weil das Witzige ist, der Kaukasus hat hier die Fraktion sogar noch gegründet. Ja. Ich höre das. Nein, das war Clay. Was?
Es war doch Clay, wo die Fraktion gegründet hat. Nee, das ist immer noch der Kaukasus gewesen. Clay ist einfach nur beigetreten. Weil schau dir einfach den Kaukasus an und dann das Bündnissystem. Das hat die Kaukasus-Farbe. Okay. Ich dachte vorhin, das hätte Clay gemacht. Aber nein, das hat doch Clay gegründet. Wobei, nein. Nein, okay, nee, doch nicht. Weil sie sind der Leader, okay. Dann letzte also, wo brauchst du gerade geistige und seelische Unterstützung, Heiko? Also, an der französischen Front sind sie kurz durchgebrochen, da hat der Russe da Truppen runtergeschickt und jetzt halten wir, da reicht's eigentlich, wenn du weißt, dass du da Truppen hast. Dass Pommern mit den Franzosen verbindet. Was schlimmer ist, dass Pommern in meinen Rücken gefallen ist und da wäre wiederum jede Einheit gerade, also ich halte das und ich habe gerade mal 20 Divisionen irgendwie dahin geschoben, alles klar. So, gegen was bin ich hier unten alles? Wo ist meine ganze Armee eigentlich? Ich habe 100 Divisionen, die in Rumänien. Die sind in Rumänien. Was machen wir in Rumänien? Zumindest waren sie das vorher, jetzt sind sie es nicht mehr. Ja, da sind vier. Ja, die sind da alle abgehauen, weil ich was getan habe. Oh, jetzt könnte ich in Rumänien ja helfen. Und Tobi, läuft die amerikanische Waffenindustrie bei dir schön? Es geht, ich bin auf jeden Fall happy to have it und mach ganz langsam mit deinen Waffen hier Land gewinnen. Alter, ich mach hier Milliarden. 3000 Waffen könnten nochmal kommen, aber... Oh ja, du, wenn du hilfst. Also ich hab auch 2200 Waffen zu wenig. Also jetzt erst, ja, erst auf Spanien, du könntest nicht mehr entscheiden, ob du Gummi hast oder nicht. Ja, ist echt so, man holt immer Gummi von denen und dann geht's doch nicht. Ja. Wie viel Waffen? Da, jetzt hab ich Gummi. Kaiserreich, nein, nicht Kaiserreich, sondern komische Mod. Die eine Beschwörung. Ich habe jetzt mal meine Produktion runtergefahren, jetzt brauche ich noch, jetzt habe ich wieder genug, alles gut. Also ich okay, bin sogar im Plus. Ich hätte aber Fighter, wäre wichtig, also Jagdflieger. Die habe ich selbst nicht. Okay, schade. Ja, ich würde sie nehmen. Nehmen also, alles. Nicht nehmen. Ich kann noch, ich muss warten, bis der letzte Konvoi-Ding abgefahren ist, Tobi, dann kann ich das wieder schicken. Was schon? Brauch mal mehr Transportschiffe, Tobi. Ich habe schon alle meine Docks auf Konvois gesetzt hier. Sind's? Ich kann nichts anderes bauen. Ich hab schon 300 Konvois. Schickt mehr! Mehr Konvois! Ihr könnt mir ja erst die Konvois schicken. Das Beste ist, ja, du brauchst Konvois, um Konvois. Ja, echt so. Wenn du mal. Was? Wie kommt hier eine Mücke rein? Ich hab einen Fliegen getan. Egal. Weißt du, wenn du mal so am Arsch bist, dass man dir sogar noch die Methode über. Die man dich rettet, auch noch mal mitschicken muss, weil du davon zu wenig hast, dann weißt du, dass du am Arsch bist. Dem kann ich momentan nur zustimmen. Bald wird es eine großartige amerikanische Version in das tyrannische Louisiana geben. Übrigens, in Pommern läuft es sehr, sehr gut. Also ich hoffe, und ich krieg jetzt gleich Claims on France. Heiko, weißt du, was ist? Ich hab gesehen, dass die mit Franzosen verbindet sind. Ich hab mir gedacht, merkst du's? Du merkst es nicht. Heiko, Front liegt im Osten. Fucking Indien, ist das euer scheiß Ernst? Ja. Ah ja, Französisch-Indien. Wir sitzen Alter, die Russen haben schon 2 Millionen Leute verloren. Ja, ich kann es mir auch vorstellen, warum so Desaster, wie meine Nachschubssituation ist. Na, vor allem halt gegen, also in dem Krieg, wo ich jetzt sehe. Vor allem gegen Smack, ja. Also gegen Ungarn 1,4 Millionen. Die KI hat halt echt nur einen Bullshit gebaut. Ich muss ja komplett einmal alles reformieren. Mit wem ist Frankreich eigentlich im Krieg? Sehr gut. Mit Russland, Deutschland, Spanien, England. England ist ja auch noch KI. Also vielleicht kriegen wir das sogar hin. Übrigens, Tobi und ich haben vorher gesagt, der Livestream endet ungefähr dann, wenn seine und meine Truppen sich in Frankreich treffen. Weil dann sind wir offensichtlich durch. Das finde ich aber nicht so toll, Alko. Es sei denn, das passiert natürlich zu früh. Wie 39. Ja, ich glaube, es dauert noch eine Weile, bis wir Frankreich besiegen. Also wir haben jetzt gerade mal 2 Stunden Stream. Ja, aber wir setzen den Livestream ja nicht fort, falsch, ich meine. Also, okay, anders formuliert. Dann ist unser Ziel erreicht. Wenn wir das nicht erreichen, dann will ich nämlich nochmal weiterspielen. Also nächste Woche oder so. Wenn wir jetzt natürlich hier jetzt in einer halben Stunde fertig sind und wir haben noch Lust, das schön weiterzuspielen, dann. Ich glaube nicht, dass das passiert. Also bei mir läuft es gerade im Osten wieder sehr gut und solange jetzt nicht gleich irgendwie eine Naval Invasion kommt oder mir irgendwie die Manpower oder sonst was ausgeht. Also eine Frage, Wüstenfuchs, wie hast du deine Truppen an meiner Grenze stehen? Was? Du hast dort unten ein paar Divisionen in Trinidad. Das sind einfach nur Polizeitruppen, die da die Ordnung bewahren. Ja, genau. Oh mein Gott, ich bin bald positiv in Wachen, das erste Mal im Spiel.
User left your channel. Ach ja, Nein, wer ist jetzt gegangen? Ah, no, Nita. Tim. Ach ja, Nils? Ja. Schau mal auf den Kaiser von China. Ich. Boah, guck mal. United noch States, pass abgelenkt. Mal auf, jetzt kriegst du mal einen Wirtschaftsboost hier. Was hat die USA gemacht? Achso. Die USA hat gar nichts gemacht, die USA ein unschuldiges Natürlichchen. Okay, was ist eine Frage? Könntest du diese Provinz... Hast du die USA faschistisch gemacht? Nein, ich hab's demokratisch. Könntest du diese eine Provinz in Guyana ihnen überlassen, weil ich wollte die schon gerne irgendwo mal haben. Was? Noch nichts. Einfach nur die Provinz dort unten in Guyana würde ich gerne besitzen. Wo zum Fick ist Guyana? Achso, Guyana, das sind. Was ist damit? Das ist eine Provinz, die ich gerne besitzen würde. Was habe ich damit zu tun mit den Provinzen, die du besitzen willst? Damit, dass du die einfach nicht nimmst. Das ist das, was ich will. Sehe ich so aus, als wäre ich gerade dabei, French Guyana zu erobern. Ah, wobei, also die gehören Louisiana. Ah. Ja. Now I'm getting it. Now. Ah. Okay, also dann kann ich leider nichts für dich tun. Ja, also ich, du bringst mich in eine prekäre diplomatische Situation. Genau. Weil er nicht will. Halt schon keinen Bock. Wenn Wischfuchs so anfängt, weißt du, der fuckt dich gleich richtig ab. Ja, yeah, ich hab wieder einen Geländegewinn gemacht. Und weiter, weiter! Amerikanische Waffen. Ich näher mich immer weiter Gdansk. Gdansk. Ich weiß, ich kann das, ich kann das, ich weiß. Ich mach mich nur immer über das lustig. Ist das falsch? Die Russen haben gleich Danzig erreicht. Stimmt, tatsächlich, du oberst es gerade für mich, Leute. Danke. Ja, ich trau mich halt nicht sowas wie du hier zu machen, weil wenn ich irgendwo gecancelt werde und Truppen verliere, habe ich ein Problem, weil im Gegensatz zu dir habe ich nicht so viel. Ich habe einfach einen Rechtsklick gemacht und habe mir so gedacht, komm, fuck it, was soll passieren? Ich bin eh gerade, ich habe auch einfach mal bei manchen Divisionen, okay, auflösen, fertig, ich habe eh kein Equipment. Der Louisianische Krieg gegen Amerika läuft gerade. Die haben mich ja hinterrücks brutal überfallen. Ja, so wie dich auch die Araber damals überfallen haben. Ey, das ist genauso wie mich die Sowjets immer überfallen, wenn ich Deutschland spiele. Puh. Ja, wie können die nur, ne? Oh, ich habe ein Problem. Herzlichen Glückwunsch, er hat ein Problem. Over. Call me shock. Call me surprised. Kriegst du das da oben für mich fertig? Die Franzosen brechen gerade schon wieder bei mir durch. Ich denke, das sollte fertig sein. Ja, ich denke, dass es weg ist. Ja, okay. Ich verlege meine Truppen nämlich dann schnell zur Durchbruchlinie da. Versuche dir gegen Frankreich gleich noch mal zu helfen. Guck mal, das mache ich doch. Ja, aber das reicht schon, wenn du jetzt noch die restlichen Truppen von Pommern besiegst. Dann kann ich mich nämlich voll und ganz mit 24 Mann auf da hinten konzentrieren. Nimm auf Sweden, Denmark. Okay. I've seen everything. Was zum Fick ist... Oh Gott. Was ist denn los? Ich grad die Politiken. Warte mal, habe ich Frauenwahlrecht? Ich glaube schon. Limitiertes. Hm. Ich habe Frauenwahlrecht. Will ich Frauenwahlrecht? Oh nein, ich habe einen Kessel zugelassen. Heiko, jetzt claim Frauenrecht einführen oder Frauenwahlrecht einführen oder nicht? Mir egal, warum nicht? Ich meine, es bringt mir mehr Radikale. Muss nur genug anderes haben. Oh, 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 der sagt eigentlich keine französischen Vorstoßkessel. Wie geil wäre das denn? Kannst du das? Vielleicht. Ja, du wirst wissen. Also, vermutlich. Ich denke schon. Truppen habe ich auf jeden Fall genug. Okay, aber wird eng. Sind wir mit Österreich im Krieg? Nein. Nee, wir stehen sehr neutral denen gegenüber. Obwohl die. Weil da französische Truppen in ihrem Land stehen. Ja, und die sind auch irgendwie mit Frankreich verbündet. Also, es könnte sein, dass der uns irgendwann mal angreift, aber. Irgendwie tut das nicht. Okay. Hast du die Franzosen aufgehalten? Aufgehalten, ja. Yes, but actually no. Was heißt das? Oh, scheiß Viecher, die hier rumfliegen. Gut, ich meine jetzt überhaupt nicht, ich habe ja auch Air Superiority. Ja, perfekt. Superiority. Gott, Englisch klappt halt noch nicht, egal. Ah, das klappt sonst bei dir? Ich habe tatsächlich in meiner mündlichen Englischprüfung 11 Punkte, was gar nicht so schlecht ist, dafür, dass mein Englisch so kacke ist.
Manu, kannst du bitte damit aufhören? Ich habe meine Front noch nicht mehr richtig organisiert. Ich will nur hier, dass da die Scheiße. Meine Armee in Kesseln, ja, das sehe ich. Witzig. Ich wollte eigentlich Bukarest kesseln, dass oben der Rest keinen Supply mehr bekommt. Dann mich Türken töten. Ja, ich höre auf. Aber jetzt dann. Wir dürfen mich zitieren. Eine Invasion im. So, New Orleans ist an seinem rechtmäßigen Herrscher. Ich sehe hier gerade eben ganz neue Möglichkeiten. Alter, Bukarest ist offen und diese scheiß KI läuft nicht rein. Ich krieg die Krise. Bukarest steht offen. Noch ist Polen nicht verloren. Oh, mein Part geht schon wieder viel zu lang. Also, der Part hier war dann doch sehr viel spannender als der letzte und ich freue mich auf alle weiteren. Ja, und dadurch, dass nie sitzt, wird es auf jeden Fall spannend und interessant. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.